Hallo, mein Name ist Frank Helwig. Ich hatte mal vor 20 Jahren die Idee, wie man mir überlegt, wie man ein Kopftuch richtig bindet und wundere mich eigentlich, dass innerhalb dieser letzten 20 Jahren noch kein Mensch darauf gekommen ist, wie man so ein Kopftuch bindet, weil wenn du mal bei YouTube nachschaust, wie binde ich ein Kopftuch, findest du eigentlich also wirklich nur Müll. Und aus diesem Grund habe ich mir heute überlegt, an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag hier in Berlin, in Neukölln, euch allen da draußen zu zeigen, wie man ein Bandana bindet. Ja? Also, ich habe hier ein Kopftuch, das ist 50 x 50 cm. Ja? Und das ist eigentlich ein bisschen groß, das könnte also auch 45 sein oder auch vielleicht sogar 40, je nach Kopfgröße. Wichtig ist, dass es in der Diagonale einmal hier um den Kopfumfang geht. Ja? Also ich achte jetzt darauf, dass die rechte Seite nach außen kommt und lege das Tuch also so, dass ich mir das hier so mit der linken Seite vor die Stirn halte. Und gehe jetzt hier so herum und mache hier hinten einen schönen festen Doppelknoten. So, ne? Da seht ihr das. So, und jetzt nehme ich hier die obere Seite und ziehe die so nach hinten, so weit, dass hier meine Ohren wieder da drüber gehen. Ja, und das kann ich also, je kleiner das Tuch, umso besser eigentlich, oder je enger. Und das kann ich jetzt hier so schön nach hinten ziehen und ziehe das jetzt hier vorne so und drehe mir hier so einen Zipfel, am besten so kurz unter die Augenbrauen. Ja, und dann lege ich, wenn das hier so schön stramm ist, ja, dann sitzt es also auch gleich richtig, und dann lege ich das zur Seite und klemme das hier so ein. Ja, und dann kann ich das so langsam hochdrehen. Ja, so. Und den Rest hier hinten habe ich ja jetzt den Knoten so. Dann werden wir doch die Haare rausmachen. Schön. Ja, und ziehe quasi den Zipfel hier hinten, also den obersten Zipfel, hier so rein. Dass ich, na, wo ist er? Das hier so runterziehen kann. Ne? Seht ihr das? So. So, und dann kann man das noch so ein bisschen so alles da reinstopfen. Und das hält also total gut. Fertig, ne? Also schneller und schöner kann man überhaupt gar kein Kopftuch binden. So, und da ich ja jetzt diese Idee schon vor 20 Jahren hatte, werde ich heute dieses Video hochladen und mir ein CC darauf anmelden, also ein Creative Common. Da mache ich mir ein CC drauf. Das heißt, also jeder darf natürlich sein Tuch so binden, aber niemand darf mit dieser Technik Werbung machen für seine Kopftücher. Ja, also das behalte ich mir vor. So, was natürlich auch schön ist, dass ich dann hier noch meine Brille, ich habe da immer so ein Bändchen dran, hier schön festmachen kann und die auch wunderbar so hochstellen kann. Und ich würde mal sagen, ey, besser, glatter, schöner bindet kein Mensch ein Kopftuch. Und ich freue mich, diese Idee heute mal verbreiten zu dürfen. Also, vielen Dank. Und ja, viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich also gerne auch auf Facebook erreichen oder hier unter dem Video eure Kommentare abgeben. Ich kann auch nochmal genaue Erklärungen dazu abgeben oder sonst irgendwas. Aber so bindet man ein Kopftuch. Vielen Dank, das war Frank Liborius-Helwig aus Berlin. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, tschüss.